Das, boah, ich gehe geh die ganze Zeit irgendwie hoch und runter. Totaler Fehler hier. Ja, weil du auf der Presse stehst. Ja, eben, deswegen ja. Aber. Ich stehe meiner Meinung nach auf Ballen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 natürlich. Und ja, gut, ich fahre dann hier weiter Silage ab. Ja, und was soll ich denn jetzt machen? Ach, stimmt, du sagtest ja gerade, du bist gerade fertig. Du kannst runter zur Kuhweide fahren und dort das Feld neben der Kuhweide ernten. Das ist noch nicht ganz so weit. Du kannst man den hier Düngerstreuer und die Maismaschine mitnehmen und das Feld, wo Schui gerade am Häckseln ist, schon mal wieder besehen. Also, jetzt nochmal von vorne. Den Bücher. Ich war gerade konzentriert, weil ich verpeilt hatte, irgendwas zu machen. Ich soll den Bührer nehmen. Vorne den Mit. Düngerstreuer dran und dann die Sämaschine und dann zum Ja. Feld von Chewie kommen. Ja. Richtig. Ja. Gut. Richtig. Pass auf, dass du Den Drescher keinem. irgendwie zur Seite stellen. Drescher, ja, lass einfach auf Kannst den du in eine Hof Halle gehen. fahren? Nein, nicht Lass in die stehen, Halle. kannst in die Halle fahren. Stimmt, du hattest mal gesagt, deine Gäste räumen immer auf und du lässt alles immer mitten auf dem Hof stehen. Ja, Besser gesagt, ich räume immer auf. ich fahre einfach und dann, ja, ich brauche es ja ständig wieder und das dann groß einzumanövrieren und dann wieder rauszuholen, da habe ich wieder gar keine Lust Du fährst drauf. einfach vorwärts rein und fährst rückwärts raus. Das ist ja das Problem, rückwärts rausfahren. Lol, bei mir wird der Gruber auch nicht angezeigt. Nein? Nein. Wird der Hänger bei dir hier angezeigt? Welcher? Du Hast du denn Fährst den? mit dem Hänger? Ja, natürlich, der ist ja vom Spiel der Hänger. Wobei, nee, der Gruber ja auch. Und Alles ist der vom Spiel, außer mein Trecker und der Hexer halt. Nächster Screenshot. Ah Mann, wieso drücke ich immer einfügen anstatt drücken? Ach, die Einfügen-Taste ist bei dir da oben? Ja. So, bei mir ist sie ganz unten. Beziehungsweise entfernen, ja, die ist da oben. Ja, ich habe eine ziemlich große Tastatur. Aber ich habe eine Block-Tastatur. Achso. Da ist das etwas anders. Warum, Entschuldigung, warum? wie hast du eigentlich die Fässer da hinten dran aktiviert? Welche Fässer? Hast du keine Fässer hinter dem Hinten an dem Häcksler? Häcksler dran? Fässer. Fässer, ja, so So ein Gewicht. Schwarze Ölfass. Fässer. Hinten am Die Häcksler. sind dunkelblau, meiner Meinung nach. Ich hab's eh immer mit dunkelblau und schwarz, aber egal. Ja, teilweise ist es auch bei mir. Ich Ich muss habe gleich mal. eins vorne am Bührer dran, aber. Ja, aber hinten am Häcksler ist nichts. Kannst du davon auch noch bitte einen Screenshot machen? Ja, klar, wenn ich schon mal dabei bin. Hä? What the fuck? Was habt ihr für ein Spiel? Dein Server. Ja, Ja, du bist es. mein Server. Ich glaube, das liegt nicht so an dem Beta-Patch, dass ich auf die Server da nicht richtig connecten kann oder nicht richtig hosten. Oh Mann, hey. Liegt einfach daran, dass mich das Spiel nicht mag. Ja. Ja, wenn du das Spiel auch immer so ärgerst. Ja, ich spiel's ja auch nicht richtig, ne? Nee. Du Du schiebst dir stellst einen recht. Helfer rein und machst das, was Alex sagt. Ja, klar. Ich hab da sonst keine Ahnung. Soll Also, ich mal. ehrlich gesagt, wenn Alex mir nicht gesagt hätte, wie das mit der BGA funktioniert, mit dem Futtermischen, dann würde ich heute noch wahrscheinlich auf Feld 16 Raps ernten. Also. Willst du mal die Hühnereier einsammeln? Die habe ich doch schon gestern gemacht, meine ich. Die sind Achso, nee, komplett vorhin, voll. meine ich. Vor der Aufnahme. Oh, noch sind welche drin. Schon jetzt könnten wir es vielleicht schaffen, diesen Meister wegzukriegen, wenn ich einen geschickten Wirft mit dem Grubber hinbekomme. Ja, mach mal. Ein bisschen habe ich ja, meine ich, auch schon wegbekommen, so in der Mitte drin. Ah, schade. Ganz voll. Ist mir gar nicht aufgefallen hier. Nur ich glaube, die Hühnereier sind jetzt platt gefahren. Wie bist du da reingekommen? Fette da jetzt mit dem Bührer drin rum, oder? Ich bin einfach gerade reingefahren und bin durchgekommen.
Kennst du nicht diesen Spruch von Farmerama oder wie dieses Online-Ding ist? Ja, genau. Sind die Hühner platt wie Teller, war der Trecker wieder schneller. Boah, da ich war in den Sommerferien auf Mallorca. So, und da habe ich ein richtig geiles T-Shirt gesehen. Vorne ein fetter 8320 John Deere. So ein Foto davon. Und dann war da, was war da noch? Genau. Sind die Hühner platt wie Teller, war mein John Deere mal wieder schneller. Ich kannte ein Foto davon. Ja. Ich kannte den Spruch als erstes mit dem Fendt. Ja, also, ich glaube, den kann man fast mit jeder Treckermarke benutzen, oder? Ja, ja, denke ich schon. Ich fand es nur ganz gut, weil John Deere meine Lieblingsmarke ist. Hier, eigentlich kenne ich den als richtigen Witz, und zwar, so Maisämaschine und jetzt zufällt 18, oder? Zu dem größeren, da unter da Hof. Feld 18. Und zwar, ein Mann fährt im Auto neben dem Bauernhof her, auf einmal rennt ein Huhn auf die Straße und er fährt drüber. Natürlich Huhn tot, ne? Und dann geht er mit dem toten Huhn zum Bauernhof, trifft dann den Bauer an und dann fragt er den so, ist das Ihr Huhn? Und dann guckt der Bauer das Huhn so an. Nee, so platte Hühner haben wir nicht. Oder? Nicht so gut, ja was. Joey, denkst du daran, die Plane drüber zu machen beim Ach jo, stimmt. Es war ja fertig, das Ding. Warte, ich muss erstmal verdichten. Ja, fahr nicht so oft drüber. Du siehst ja die 100%. Erst bei 100%. Ach Gott. Genau. Kräht der Bauer früh morgens auf dem Mist, hat der Hahn sich wohl verpisst. Oder? Kippt der Bauer Milch in den Tank, wird der Trecker sterbenskrank. Was sind das für Sprüche, hey? Die habe ich auch noch nicht gehört. Gib mal Traktorsprüche bei Google rein. Oder? Mein iPod spinnt gerade ein wenig. Ja, Apple halt, ne? Ja, ich will jetzt nichts sagen, aber ich will jetzt keine Werbung machen, aber... Sag einfach gar nichts. Genau. Und den Häcksler packe ich auch mal wieder ein, ne? Ey, hier, kann ich euch erzählen. Ja, das schön. Ich hatte ja heute, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, nicht an dem Tag, an dem ihr das seht, habe ich, Nachhilfe gehabt, deswegen auch erst so spät die Aufnahme. Und ich habe jetzt bei einer neuen Nachhilfelehrerin, mein alter Nachhilfelehrer kann kein Latein und meine Mutter meint, wenn ich schon ein Englischproblem habe, brauche ich auch Hilfe in Latein, obwohl ich das bis jetzt noch nicht benötige. Aber ist vollkommen egal. Dann gegenüber mir sitzt einer, der kann überhaupt nichts und dann erklärt die Lehrerin dem immer, wie der jetzt an seinem iPhone den Vibrationsalarm ausstellt oder wie der beim Laptop die Seite runterscrollt oder so, richtig klasse. Oder was er da, ja, ich musste so ein Referat machen und wie sollst du die Informationen herausfinden? Ich habe hier Internet, ich habe jetzt den Laptop nicht hier. Ja, ich kann auch mein Handy nutzen, ne? Und sie dann, ja, mach ruhig. Und dann nimmt er das und sie, das ist aber nicht der Browser. Doch, doch, doch. Hör mal, ich weiß, wie WhatsApp aussieht. Richtig gut. Ja, gerade ich fahre mit dem Häcksler und ich denke, hä? Du bist nicht eingefahren oder was? Genau. Und ich denke, hey, wieso klappert das so, weil ich sehe natürlich das Schneidwerk nicht. Das ist eingefahren, das Schneidwerk. Ja, ich habe es ja gerade eingefahren, nachdem ich es gepackt habe, aber... Nein, was mache ich hier? Das kommt hier nicht hin. So. Schau mal, da wo der Trecker steht, da steht man richtig. So. Achtung! John Deere und sein Himmel, geheiligt werde deine Superleistung, deine Beschleunigung komme, deine Geschwindigkeit geschehe, wie auf den Äckern, so auf der Landstraße. Unsere tägliche Zugleistung, gib uns heute und vergib uns unseren Bleifuß. Wie auch wir vergeben dir deine Fehler und führe uns nicht in Schlammlöcher, sondern löse uns von den Fremdfahrern, denn dein ist das Drängen Moment. Und die Kraft und die Wendigkeit in Ewigkeit. Amen. Gut. Alter, super. Oder? Ja.
Das kann ich sogar mal mit Microsoft. Wenn dein stufenloser Antrieb in deine Zugkraft kommen, in dein TMS geschehe, wie auf der Wiese, so auf der Überholspur. Unsere tägliche Freude über deinen niedrigen Spritverbrauch gib uns heute und vergib uns die Johnny-Fahrer. Wie auch wir vergeben dir deinen Preis und führe uns nicht nach Polen, sondern erlöse uns von den 20 Kuhbetrieben. Denn dein ist die Beschleunigung und die Wenigkeit und das Autobetriebe in Ewigkeit. Amen. Welche Firma war das? Fendt. Ah, Fendt. Wie hast du bitte dir das Stroh gelegt? Ich bin gefahren. Das Nikon-Kreise nach Schuhe möchte lassen. Was? Komm mal zum Fendt. Ups, was? Sieht ja gut aus. Schui, könnten wir dann Schwader kriegen, damit wir das ja, eben gerade machen können? Ja, mach ich. Kauf dir mal gleich den größten. Da brauchst du ja eh irgendwann. P. Flüge? Nein. Sämaschinen? Nein. Düngerstreuer. Spritzen. Wozu sind eigentlich Spritzen? Ist das gleiche wie Düngerstreuer, nur kostet mehr. Nein, kostet nicht mehr, nur dass das Ganze flüssig ist. Hier 251.000 Amazone Pantera. Ja. Pantera. Ja, Mann, hier. Nur 100 Mal in Deutschland. Nee, insgesamt nur 100 Mal. Weil wegen unnötig, oder wie? Weil wegen, keine Ahnung. Zu teuer und zu unnötig. Was ist ein Miststreuer? Hat irgendwer F1 gedrückt bei euch? Ach, hast du das auch? Ja. Oh Gott, die Wahlpresse wird nicht angezeigt, Alex, bleib mal stehen. Ach, du hast die Wahlpresse jetzt auch nicht. Da schweben Ballen hinter dir in der Luft. Gut, halt, warte, steig mal aus. Steig mal kurz aus. Boah. Nee, ich hab nicht F1 gedrückt. Bei mir funktioniert das. Ja, ich hab das ja auch. Also, Schumi, irgendwas hast du, glaube ich, falsch gemacht oder so. Siehst du hier Schwader. Dem Pöttinger Top 1252 4-Kreisel-Schwader. Ja. Nee, eigentlich ist der 2-Kreisel-Schwader besser. Warum? Keine Ahnung. Lohnt sich dann noch fast gar nicht, wenn man fast gar nichts einspart an Fläche. Ja. Sonst könnte man ja auch so rüberfahren. Bringt ja genauso viel. Ich habe noch ein paar Traktorsprüche hier. Aber ich meine, der Kuhn. Also der 8,2 Doppelkreisel, der bietet eine sehr große Flächenleistung, ne? Nochmal zu den Traktorsprüchen. Aber mit dem anderen kann ich das Heu zusammenrechen, damit ich später mit dem Ballenwagen drüber fahren kann, mit der Ballenpresse drüber fahren kann. Schlüter wissen, was Frauen wollen. Bären stark und super lang. Und was sonst noch? Ein Streuer. Streuer? Nein, wozu? Wir haben doch einen. Nur ein Schwader. Nur ein Schwader, mehr brauchen wir nicht. Okay, dann liegt jetzt der Schwader vorm Händler. Ja. Ach, ich habe keine Lust, da jetzt hinzufahren. Jetzt schweben die Ballen komplett hier drin. Oh, wie so eine Service. Rampe sehen die aus. Wie eine Wampe? Rampe. Mal gucken, ob ich drauf springen kann. Das finde ich auch so unrealistisch, dass man auf dem Gerät nicht mitfährt. Ja, aber das kann, glaube ich, die Engine nicht. Okay. ich gehe die ganze Zeit irgendwie hoch und runter. Totaler Fehler hier. Ja, weil du auf der Presse stehst. Ja, eben, deswegen ja. Aber ich stehe meiner Meinung nach auf Ballen. Hier, das hatte Guden, meine ich, letztens auch. Da habe ich nur ein Video gesehen, das er mir geschickt hat. Ah ja, das habe ich mir auch angeguckt. Das ging war doch so überhaupt nicht bei okay, dem. Okay, den Schwader sehe ich jetzt auch nicht. Und das Ganze, du fährst zu schnell. Ja, das geht hier nicht. Ach shit, ich habe hier noch diese Stufen-Dings drin. Oh Mann, hey. Wie vom Geisterhand. Warte, das muss ich eigentlich mal aufnehmen. Warte, ich starte mal eben kurz mein Aufnahmeprogramm. Oh Mann, hey. Dann nehme ich das mal eben auf. Ich lade das dann nachher direkt mal hoch. Immer diese inkompetenten Leute hier. Ja. Echt. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an meinem unbeschreiblich guten Skill. komm, F9, danke. Okay, kannst losfahren. Was? Ja, ich mach dann jetzt einfach mal mittig hier durch. Jo, mach mal. Ich glaube, ich bin wieder zu schnell, oder? Nee, es geht eigentlich. Pöttinger. Stellen die nicht auch Blumenerde her? Keine Ahnung, ich kenne das nur als Landmaschinenmarke. Hey, hier hast du aber was übersehen. Hier steht hier noch die Hälfte.
Du hast gesagt, wenn ich ein bisschen was stehen lasse, ist nicht schlimm. Hab ich? Ja, ja. Hast du. Scheiße. Nun gut, ja, schön. Ne, der Alex hat jetzt hier die Freuden mit der gefahren, die bei mir aussehen wie fliegende Ballen. Der hat jetzt richtig Freude mit der Ballenpresse und dem Schwader, genau. Und ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Positive Bewertungen und Kommentare nicht vergessen. Und tschüss. Tschüss.